Ah, meine liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2017. Ja, meine Karriere geht weiter. Das zweite Rennen steht an. Ich habe das Training schon gemacht hier und wir sind in China übrigens. Es regnet wie aus Eimern bisher. Aber wie gesagt, die Trainingssessions habe ich schon hinter mir. Ich schaue mal kurz hier. Und zwar hier mit der Forschung und Entwicklung habe ich mit den Trainingspunkten hier noch ein weiteres Upgrade in Auftrag gegeben. Und zwar diese Gesamtabnutzung reduziert um 10%. Dadurch sollten unsere Teile weniger schnell abbauen, hoffe ich. Das hat nur 500 gekostet, dauert eine Woche, wird also zeitgleich mit den anderen Upgrades fertig, die wir in Auftrag gegeben haben. Das musste ich machen, weil, wie man hier sieht, unten rechts in der Ecke, ich habe bisher ein Rennen gefahren und das Training jetzt von dem zweiten. Bin hier teilweise bei den Sachen schon bei 44%. Ich mal weitergehe, 30, 30, 30. Also man sieht schon, eigentlich sind die Teile so ausgelegt, dass ich für jedes Rennen, dass ich mit jedem Teil halt fünf Rennen durchstehen muss. Und das wird so nicht funktionieren. Deswegen muss ich jetzt echt die Entwicklung in Richtung Haltbarkeit priorisieren. Sonst könnte das eine ziemlich üble Saison werden. So viel dazu. Deswegen habe ich jetzt das Upgrade noch in Auftrag gegeben, als ich 500 Punkte hatte. Hier vor allen Dingen der Verbrennungsmotor, schon 44% und ich habe gerade erstmal ein Rennen hinter mir. Das ist schon übel. Das ist schon richtig übel. Naja, nichtsdestotrotz sehen wir uns mal an, was der Agent zu sagen hat. Sechzehnter sollen wir also werden. Wir sind schon gestiegen jetzt im Vergleich zum letzten Mal. Da sollten wir noch 17. werden. Anscheinend steigen die Ansprüche unseres Teams. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir das denn hinkriegen. Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Aber gehen wir mal rein ins Pony. Ich hoffe mal, es regnet nicht immer noch. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Und während wir hier auf die grüne Ampel warten, muss ich schon sagen, Stefan Römer, ich glaube nicht, dass dieser Regen in naher Zukunft nachlassen wird. Ich denke, wir werden einige Last-Minute-Änderungen an den Setups sehen und die Autos müssen dann besser mit diesen Bedingungen klarkommen. Was meinst du? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Parkvermehrregeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. So viel zu den Aussagen des Kommentatorenteams und meine Hoffnung wurde nicht erhört. Es regnet immer noch volle Lötte. Dann gehen wir mal ein bisschen auf höhere Spitzengeschwindigkeit hier in China, weil da hat es ja recht lange geraden. Ja, passt so. Gucken wir uns mal das Wetter hier an. Oh, in 10 Minuten soll es ein bisschen weniger regnen. Und im Rennen soll es gar nicht regnen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Wir nehmen die Änderungen vor, das heißt, im Rennen werde ich schon zum ersten Mal im Trockenen fahren dürfen. Wow. Okay, fahren wir gleich raus. Fliegende Runde. Und los geht's. Mal schauen, was wir hier so reisen können. Im Regen ist halt echt schwierig zu fahren. Das Auto rutscht ohne Ende.
Selbst eine Traktionskontrolle. So, Steuer übernommen. Das ist hier die eine große lange Gerade. Da kommt es echt auf die Topspeed an, deswegen habe ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Flügel genommen. Damit wir hier nicht reihenweise von allen möglichen Autos überholt werden. Die haben ja eh schon mehr PS als wir, deswegen ging es über die Flügel ein bisschen mehr Topspeed rausholen. Da rutsche ich schon ziemlich weit raus. Naja, gut, jetzt geht's in die fliegende Runde. DRS natürlich wieder deaktiviert, weil es ja regnet. Das heißt, wir fahren komplett ohne DRS jetzt. Ist halt insofern ein Knopf weniger, um den man sich kümmern muss beim Fahren. Das war schon mal nicht so ganz perfekt hier, die erste Schikane. Aber naja, ist ja auch erstmal die erste Runde. Nun auf jeden Fall schon mal deutlich schneller als Pascal Wehrlein. Das ist ja schon mal was. 6 Zehntel in der ersten Zwischenzeit. Aber Wehrlein ist ja auch der Sauber. Den sollten wir eh immer schlagen können. So, Max Verstappen hat mal eine richtige Zeit gesetzt. Lewis Hamilton hat noch einen draufgesetzt. Gucken wir in der zweiten Zwischenzeit, wie weit wir hinter Hamilton sind. Das habe ich auch nicht gut gekriegt hier gerade, die Kurvenausfahrt. Ja, 6,5 Zehntel hinter Hamilton geht eigentlich. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Oh, das war auch alles andere als gut gerade. Auch viel Zeit liegen lassen. So, jetzt noch die lange Gerade, wo es dann in die letzte Kurvenkombination vor der Start-Ziel-Gerade hintergeht. 312 immerhin. Gar nicht so schlecht. Das heißt mit DRS vielleicht so 315, 316. So, die Kurve noch gut erwischen. Nein, leider nicht. Ziemlich schlecht erwischt. Und bleibt die Uhr stehen. Im letzten Sektor habe ich nochmal eine ganze Sekunde auf Hamilton verloren. Aber immerhin mal vor Massa. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wo ich noch eine Runde dranhängen kann. Die Regenreifen nutzen ja eh nicht so schnell ab. Ah, diesmal habe ich die erste Schikane hier schon mal besser gekriegt. Bin schon mal 1 Zehntel schneller gewesen gerade. Absolute Bestzeit im ersten Sektor sogar. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das war auch besser. Das war auch deutlich besser. Eine Sekunde jetzt vor meiner Zeit. Oh, Hamilton hat aus sich nochmal verbessert. So, jetzt sind wir schon 7 Zehntel vor meiner ersten Zeit. Das könnte eine gute Runde werden. Das war auch viel besser als beim ersten Mal. Das hier auch. Guck mal, wie viel Zeit ich bei der ersten Runde liegen habe lassen. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Also 8 Zehntel bin ich besser. Vielleicht wird es ja so ein Chaos-Qualify im Regen, wo die anderen das einfach nicht hinkriegen oder so. Oh, ist hier nicht weit rausgekommen. Da habe ich Zeit verloren gerade. Ja, knapp 2 Zehntel verloren. Oh, das habe ich auch total schlecht gekriegt. Oh, da habe ich nochmal Zeit verloren. Mist. Aber immer noch mal eine halbe Sekunde verbessert. Oh, und jetzt fahren wir rein, jetzt brechen wir ab, die Runde. Fahren wir mal in die Box und gucken mal, für was die Zeit denn gut ist. Und ob ich nochmal rausfahren muss. Und rausfahren würde ich nur nochmal, wenn es wirklich eng aussieht. So, dass ich vielleicht sogar das Q2 erreichen könnte. Schauen wir mal.
Schauen wir halt mal. So, jetzt hier auf der Inlap wie immer gucken, dass ich von der Ideallinie runterkomme. Keinem die Runde kaputt machen, keine Strafe kassieren. Während ich hier langsam fahre. Also weit und breit keiner hinter mir gerade. Insofern dürfte es auch wurscht sein. Ja, da hinten kommt jetzt langsam einer. Aber ich glaube, bis zur Boxeneinfahrt holt er mich nicht mehr ein. Ja, der scheint auch langsam zu sein. So. Da hier rum. Also hätte ich das eben in einer Zeitrunde kriegen müssen, in die Kurve. Und jetzt ist der Sprit auch alle. Oh Mist. Oh, jetzt glaube ich doch noch einen. Nee, doch nicht. Und Bottas fährt aber auch in die Box rein. Jetzt ist mir der Sprit ausgegangen. Jetzt rolle ich hier natürlich bis in die Box. Okay, also zwei Zeitrunden geht nicht mit der Spritladung. Auch schon mal eine Erkenntnis. Jetzt brauche ich mir das Tempolimit, gerade keine Sorgen zu machen hier. So, jetzt sind wir in der Box zumindest. Raycon hat die neue Bestzeit gesetzt. Aber ich bin erstaunlicherweise immer noch Sechster, das wundert mich gerade. So, jetzt bin ich mal auf die Zeitentabelle gespannt, ob das reicht so. Oder ob ich nochmal raus muss. So, gucken wir mal. 7 Minuten noch Zeit zum Fahren. Wie sieht es denn aus hier? Oh, da waren aber einige langsamer als ich. Da waren sogar einige deutlich langsamer als ich. Oh, jetzt regnet die Strecke alle. Jetzt regnet es allerdings weniger auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob die Rundenzeiten jetzt nochmal schneller werden. Aber ich bin 1,6 Sekunden hinter der Bestzeit. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal fahren muss. Ich glaube, das dürfte so passen. Nochmal her hier. Nochmal neue Reifen auswählen. Für alle Fälle. 6% Abnutzung. Die waren auch schon gebraucht. Hier, die haben 0%. Die sind fürs Rennen gesaved, dann kann ich die hier sicher nehmen. Okay. Gut. Zeig nochmal hier. Nochmal was gucken. Benzin. Bisschen mehr mitnehmen. 4,5 diesmal. Damit ich nicht wieder stehen bleibe, wenn ich nochmal zwei schnelle Runden fahren will. So, aber ich bin immer noch Siebter. Ich glaube nicht, dass ich nochmal fahren muss. Ich glaube nicht, dass ich nochmal raus muss. Sieht gut aus. Sieht ziemlich gut aus sogar. Alonso ist noch gar keine Rundenzeit gefahren. Okay. 29,7 fahren die, ich fahre 29,2, also sind immer noch eine halbe Sekunde langsamer als ich im ersten Sektor. Das sieht eigentlich safe aus. Können wir mal die Zeit beschleunigen.
Ich glaube, jetzt ist eh zu spät. Jetzt schaffe ich eh keine Zeitrunde mehr, wenn ich jetzt rausfahre. Neunter bin ich mittlerweile. Eigentlich nur 15er werden. Ich denke, bei den Zeiten sollte das doch machbar sein, oder? Die müsste ja erstmal eine anderthalb Sekunden aufholen. Oh, 10er. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzockt. Naja, das passt, oder? Alle sind draußen gerade. Alle sind auf der fliegenden Runde, außer mir. Elfter. Elfter würde ja reichen. Weil die durften ihre Rundenzeiten dann noch fertig fahren. Am 15. muss ich doch so. Oh shit. Oh shit, 18. sogar. Oh was, eine Zehntel hat zu Platz 15 gefehlt. Wäre ich doch nur noch mal rausgefahren. Mist. Ach, da habe ich mich jetzt komplett verzockt. Ich dachte, das reicht locker für Platz 15. Jetzt haben die am Ende, wo es weniger geregnet hat, haben die alle ihre Rundenzeit noch fertig gefahren. Haben mich alle noch überholt, bis auf die Brennsauber. Wow. Oh shit, sorry. Das wäre meine Chance gewesen, mal das gut zu weit zu erreichen. Ich habe auch gar nichts erreicht diesmal. Ich habe die Vorgabe vom Team nicht erfüllt. Ich habe Alonso nicht geschlagen. Puh. Vorne Raikön vor Massa und Stroll. Das ist auch interessant. Mercedes hier nicht so klar gekommen anscheinend. Puh, das ärgert mich gerade, dass ich das verzockt habe. Aber gut, da kann man nichts machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal beim Rennen in China. Bis dahin, haut rein und ja, lasst vielleicht mal einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Jo, ciao, ciao. Euer Conor Drake.